Where are you come from? Yeah, Germany. Hallo, hier ist Alexei oder auch kurz Alex genannt. Ich befinde mich im Flughafen von Ulaanbaatar in der Mongolei, wo unsere 13-tägige Reise anfängt. Mit mir ist Peter. Ich bin hier zum zweiten Mal. Ich war in der Mongolei letztes Jahr zum ersten Mal. Und da es so spannend war und faszinierend, die Landschaften, die gastfreundlichen Menschen, wollte ich unbedingt ein zweites Mal kommen. Peter. Ja, hi Alex. Ja, grüßt euch. Ja, warum bin ich hier? Alex hat mir ja so schön von der Mongolei erzählt und da wir hier in Deutschland und in Europa generell so viel Luxus haben, möchte ich auch mal wissen, wie der Luxus wirklich wirkt, wenn man wieder zwei Wochen in einem Land ist, dem es vielleicht nicht so gut geht. Und nach den Erzählungen von Alex habe ich gesagt, okay, da muss ich unbedingt hin. Zweite Chance, zweite Möglichkeit. Alex hatte mich zunächst das erste Mal auch gefragt. Keine Zeit gehabt, die habe ich jetzt und ich freue mich auf die nächsten zwei Wochen. Ja. Und wie gesagt, 13 Tage werden wir unterwegs sein. Wir machen eine Runde. Heute schauen wir Ulaanbaatar an und morgen fahren wir los. Und zwar fährt uns Mogi, mein Kumpel, Schrägstrich unser Reiseleiter und unser Fahrer. Mogi wartet jetzt in der Ankunftshalle. Und wir haben ihn jetzt warten lassen, weil mein Gepäck nicht angekommen ist. Wir sind über Moskau geflogen. Hier fängt jetzt das Abenteuer an. Kommt das Gepäck an? Können wir unsere Reise rechtzeitig antreten? Das werden wir herausfinden. Alex, wahre Helden haben Geduld. So, also, dann lassen wir den Mogi nicht mehr warten und gehen wir. Also. Ah, Mogi, altes Haus. Ne? Jetzt kommt in der Mongolei. Das ist Peter. Hi, Mogi. Hi, Mogi, wie geht's? Ja. Super. Ja, so, freut mich, kennenzulernen. Also, ich bin gespannt. Okay. Du weißt ja, wie es ist, nicht? Freundinnen und so weiter, die zieht sie nicht so auf Abenteuertouren. Ja. Das ist jetzt ja ein bisschen mehr Abenteuer. Genau, ja, das finde ich auch. Ein bisschen anders ist, ja. Oh ja, ein bisschen anders soll es auch werden. Die Gebräuche jedes Landes unterscheiden sich wie das Gras jeder Weide, sagt ein mongolisches Sprichwort. Diese Andersartigkeit wird uns, vielleicht Peter mehr, da er zum ersten Mal da ist, sicherlich interessante und spannende Erlebnisse bieten. Obwohl Mogi für uns einen Reiseplan erstellt hat und wir uns manchmal scherzhaft Pauschaltouristen nennen, sehe ich uns doch eher als Reisende an. Dafür habe ich mir ein passendes Zitat gegoogelt. Der englische Schriftsteller G.K. Chesterton sagte: Der Reisende sieht Dinge, die ihm unterwegs begegnen. Der Tourist sieht das, was er sich vorgenommen hat zu sehen. Ich freue mich sehr auf das, was uns begegnet. Ja, so sieht es aus dem Hotelzimmer aus. Das erinnert mich sehr stark an meine Heimat Kasachstan, und zwar an ein sogenanntes Mikrorajon, an ein Schlafviertel. Ach, da kommen nostalgische Gefühle auf. Ja, ich muss sagen, Nostalgie kann natürlich nicht aufkommen. Ich war sowas bisher nicht gewohnt, also nicht in dem Ausmaß, aber ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Eine Reise in die Vergangenheit und später wahrscheinlich in den nächsten Tagen eine Reise in die Natur. Ja, Peter, kannst du mal die Überschrift vorlesen? Ja, natürlich. Laut bitte. Selbstverständlich. Ich habe ja lange Zeit Mongolisch studiert. Nicht? Und möchte ich mal vorlesen, die Einführung.
Orgelin, Ordon, Orot, Orond, ja, sehr gut. Und dann geht es auch weiter, viele Buchstaben. Und das war jetzt die Einführung aus dem Buch von Shkurev, einem berühmten mongolischen Schriftsteller, der sehr gut in der Nationalebene geschrieben hat. Okay, danke. Hast du sehr gut vorspielen. Vorspiele hast du tolle Fähigkeit. Ich glaube doch, oder? Ja, genau. Also Mogi, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt Westseite von der Stadt Ulan Bator. Und jetzt besuchen wir den mongolischen größten Kloster Gandang. Wow. Würde schießen. Bei mir geht das Bild auch mit relativ immer. Ohne Sonne wird es gleich kalt hier, gell? Sonne, available days? Oh, thank you. Where are you come from? Ja, Germany. Haben Sie deutsche Münzen? Ich sammle Münzen. Oh, haben wir eine deutsche? Ich mache Geld. Hast du deutsche Münze dabei? Das wäre nochmal eine Idee. 1 Euro, 2 Euro. Ich habe leider meinen Geldbeutel vergessen. Mochten Sie das kaufen? Nee, momentan noch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank erstmal nicht. Ja. So ein kleines Buch über Kloster. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich bin Peter. Ich heiße Munkerten. Wie alt sind Sie? Oh, was glaubst du? Mochten Sie das kaufen? Ein alter Mensch. Nein, vielen Dank. Aber ganz das ist 1, 2, 3, 4, 5. 5 Jahre Rest. Vielen Dank, nein. Nee. Danke. Wieso können viele Leute Deutsch? Mongolen eigentlich fast 20.000 Mongolen von dem Deutsch. Wieso? Wegen der Zeit von also 1920 angefangen. Ja. Wir haben eine gute Verbindung zu Deutschland gehabt. Und seitdem haben wir viele Studenten und andere Arbeiter und so nach Deutschland geschickt. Auch damals in die DDR, oder? Genau, DDR, ja. Nicht okay. Westdeutsch. Ne? Du bist aus DDR, welche Seite warst du? Nee, ich bin Frankfurt am Main. So. Nicht am Oder. Frankfurt am Main. Frankfurter Bub. Was sollen diese Drehkugeln? Vielleicht sind sie nur zum Spaß da. Oder es ist eine abgespeckte Version der buddhistischen Gebetsmühle. Man dreht die Mühle und sammelt dadurch Karma-Punkte. So, jetzt besuchen wir diese große Kloster. Das ist die sogenannte Gamresik unter die Uhr. Klugscheißer-Modus ein. Wenn man genau sein will, so stellt die Gamresik-Statue den Bodhisattva des universellen Mitgefühls dar. In Indien auch als Avalokiteshvara bekannt. Klugscheißer-Modus aus. Das nennen wir 80 Meter, 80 Ellbogen groß. Wir nennen das. Okay. Also. Und das ist eine gute Geschichte. Also das hatten wir nur mal 17. Jahrhundert gebaut. 17. bis 18. Und wegen die Russen, also Kommunisten. Zerstört. Ja. Sogar diese große Buddha-Studie haben wir auch zerstört. Aber das und danach haben wir 1990, ja, dann haben wir unseren Sozialismus, also Kommunismus haben wir abgegeben und demokratisch ist gegangen. Ja. Und dann haben alle Volker Geld gespendet, Gelder. Und das wieder rekonstruiert? Den Tempel oder nur den Buddha? Der Buddha steht. Tempel waren schon. Noch in Ordnung. Ja, leider durften wir dort nicht filmen, aber es war, Peter, wie war es für dich? Beeindruckend, beeindruckend. Ja, ich muss sagen, es war beeindruckend, diese große Statue, die da in der Mitte steht und die Gebetsrollen. Das war auch gleichzeitig wieder ein, würde ich mal sagen, ein Anstoß, sich mal wieder schlau zu machen, kulturell, ja, seine Allgemeinbildung aufzufrischen. Mal schauen, vielleicht werde ich ja noch Buddhist. Ja.
Der Weihrauch soll die Seele reinigen und die bösen Geister von einem fernhalten. Ich hab's gemacht, weil er so schön geduftet hat. Mogi, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt in das Stadtzentrum Genghis Khan Platz. Das ist schaffhaftig. Pass mal auf, ich verheiratet mich schon in der Woche. Ja. In zwei. Kommst du verheiratet zurück? Ja, das ist der. Das freut mich. Also, eine mongolische Mädchen, eine gute. Intelligente Deutsche zu heiraten. Genghis Khan, dieser Welteroberer, hat wie kein anderer die mongolische Geschichte geprägt. Was nach ihm benannt werden konnte, wurde benannt. Plätze, Straßen, Flughafen, Kindergärten und Wodka-Marke. Es gibt sogar einen nationalen Feiertag zu Ehren seines Geburtstages. Er ist quasi ein Gott in der Mongolei. Und wenn mir Mogi erzählt, dass auf dem Genghis Khan Platz manche mongolische Touristen vor Ehrerbietung auf den Boden fallen, dann kann ich das wirklich nachvollziehen. Wir haben gerade gelernt, dass Genghis Khan direkt hier auf diesem Platz geboren wurde. Ja, das kann auch so sein. Ja. Quasi ein Markt für. Lassen Sie mal kurz davor. Für was? Schulartikel. Schulausstellung. Auch Melonen und Honig und so weiter. Das konnte auch dazu sein. Außenbrot. Ja, genau. Ja. Guck mal, da die sind diese Hefte und so. Und Rucksäcke und so. Ulaanbaatar bietet keine allzu lange Geschichte und mag vielen Europäern als architektonisch langweilig erscheinen. Aber mir gefällt diese Stadt. Auf mich übt sie eine gewisse Nostalgie aus, da sie mich oft an eine typische sowjetische Provinzstadt erinnert. Sie ist lebendig und hat auch dieses zentralasiatische Kolorit, das ich sehr mag. Ach, da gibt es ja noch sowas. Ja, ja. Was ist das denn? Das ist ja so. Auch. Alex, was nimmst du? Tja, gute Frage. Oh, unschiedes. Ich
fahre fort. Ja. Mmh. Ah. Mogi, was hast du denn bekommen? Handgeschnittene Nudel mit Rindfleisch und Gemüse. Die Mongolen nennen das Tüm. Die meisten Männer also essen die in der Mongolei. Was hat Peter bekommen? Peter hat das Lammfleischsuppe mit gebratene, gefüllte Fleischteigtaschen. Und auf Mongolisch heißt es? Weißt du? Bonjour, der Schüttel. Ah. Und ich habe eine Suppe mit Dumplings. Schmeckt verdammt lecker. Und mit Lammfleisch. Guten Appetit. Leider gibt es tagsüber sehr viele Staus jetzt. Die Kommas gibt es in Russland jetzt auch. Ja, das ist Russland haben wir irgendwo. Viele Leute ein richtiges Leben, das, ja? Yeah. Wo die armen Leute, also was die Geschäfte laufen. Das ist so ein typischer zentralasiatischer Basar. Hier gibt es Souvenirs, gefakte Louis Vuitton-Taschen und Adidas-Schuhe, Lebensmittel und Autoteile. Hier gibt es quasi alles, was das Herz begehrt. Die Leute werden übers Ohr gehauen, das Leben pulsiert. Es ist bestimmt spannend, hier auf die Fotojagd zu gehen. Schade, dass ich hier heute nur gefilmt habe. Moment, ich glaube, hier sollte ich mich erklären. Warum gehe ich denn bei einer Stadtbesichtigung auf einen Friedhof? Nun, ich bin der Meinung, dass man auf einem Friedhof einiges über die Kultur und die Geschichte eines Landes lernen kann. Die Erdbestattung hat in der Mongolei erst in der Zeit des Sozialismus begonnen. Davor wurden die Toten einfach unter offenem Himmel in die Steppe gelegt und den Geiern überlassen. Der moderne Friedhof ist deshalb spannend, weil laut Mogi die Mongolen den Verstorbenen ihre Wertsachen mit ins Grab reinlegen. Und auf diesem Friedhof hier kam es mehrmals vor, dass Gräber durch Grabräuber geschändet wurden.
Übrigens, dieser Gesang, den ihr jetzt hört, ist der Gesang der Toten, die von den Grabräubern beraubt wurden. Nee, Quatsch. Das ist der Kehlkopfgesang. Auf Mongolisch heißt er Humi. Dabei kommen sogenannte Obertöne ins Spiel und das Ganze klingt wirklich mystisch. Ich finde es inspirierend und einfach geil.